Hallo, Kanada ist dieses Jahr Gastland der Frankfurter Buchmesse und die Buchmesse findet diese Woche statt. Und so dachte ich mir, spreche ich diesmal über Bücher aus Kanada. Ich werde mich in diesem Video auf 10 Bücher beschränken und hoffe, dass etwas für euch dabei ist. Fangen wir an. Ich beginne mit Jocelyne Soucier. 3 Bücher sind von ihr bisher auf Deutsch erschienen. Das erste, Ein Leben mehr, ist mir in bester Erinnerung. Es ist schon ein paar Jährchen her, dass ich dieses Buch gelesen habe. Das heißt, ich kann mich ganz bestimmt nicht mehr detailliert an den Inhalt erinnern, aber dafür an das Leseerlebnis, an das Gefühl, an die Stimmung habe ich noch sehr lebhafte Erinnerungen, weil ich es so unglaublich schön fand. Es geht hier auf jeden Fall um 3 Männer, 3 alte Männer, die zurückgezogen mitten in den Wäldern Kanadas leben. Sie lieben diese Abgeschiedenheit und ihr Leben in dieser Freiheit. Eines Tages aber stößt erst einmal eine junge Fotografin zu ihnen, später dann auch noch eine ältere Frau. Und die 2 haben auch vorerst nicht vor, wieder zu gehen. Die 3 Männer aber fühlen sich durch die 2 in ihrem Alltag, in ihren Routinen und generell einfach in ihrer Ruhe gestört. Anfangs zumindest. Es ist ein wirklich sehr zartes Buch über Freiheit, über Freundschaft, Vertrauen, über Selbstbestimmung. Ich fand dieses Buch wunderschön. Es hatte mich sehr berührt und auch nachdenklich gemacht und deswegen fand ich seinerzeit wirklich klasse. Und es ist auch der Grund, weshalb ich es demnächst gerne noch einmal lesen würde. Das dazu. Wir bleiben erst einmal bei Jocelyne Soucier, denn nicht unerwähnt lassen konnte ich das Buch, das letztes Jahr von ihr auf Deutsch erschienen ist, und zwar Was dir bleibt. Es geht hier um eine alte Dame, diesmal Gladys, die eines Tages in einen Zug steigt und verschwindet. Keiner weiß, wo sie steckt. Sie hat niemandem Bescheid gegeben. Ihre Nachbarn, ihre Freunde machen sich also sehr große Sorgen um sie. Die Geschichte um Gladys Verschwinden wird uns hier erzählt von einem Mann, der Gladys eigentlich gar nicht kennt, sich aber für ihr Verschwinden interessiert und sich deswegen dann auch auf die Reise begibt, um sie zu finden. Und das natürlich auch hauptsächlich in Zügen. Das heißt, wir tuckern hier mit diesem Mann in alten, ratternden Waggons durch die wunderschöne Landschaft Kanadas, irgendwo im Nirgendwo, wo dann all die alten Bäume dicht an dicht in den dunklen Wäldern an einem vorbeiziehen, während man vor Kälte frierend in diesem Abteil sitzt. Und das fand ich so atmosphärisch, das gefiel mir wirklich so, so gut. Achso, und dabei kommen natürlich Gladys und dem Grund für ihr Ausreißen mit jedem Kilometer langsam näher. Langsam, weil der Ich-Erzähler hier tatsächlich anfangs etwas meandert. Man hat den Eindruck, dass er selbst noch gar nicht so richtig weiß, worauf das Ganze hinausläuft, was er einem eigentlich wirklich erzählen möchte. Dieser Schwebezustand legt sich dann aber mit der Zeit. Auch in diesem Buch geht es, wie in dem vorher gezeigten, viel um Freiheit, Unabhängigkeit, um das Altern, um Einsamkeit, um Zusammenhalt, Freundschaft, Vertrauen. Also die Themen ähneln sich sehr. Auch die Stimmung, die Atmosphäre, das Gefühl während des Lesens war ganz ähnlich. Die Geschichten aber unterscheiden sich total. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr faszinierend. Und deswegen wollte ich dieses Buch auch unbedingt erwähnen. Im Grunde ist es wirklich das perfekte Buch für Zugreisen, beispielsweise im Winter abends. Würde super passen. Wir kommen nun zu einer First Nation Autorin, und zwar Naomi Fontaine mit ihrem Buch Die kleine Schule der großen Hoffnung. Der deutsche Titel mag vielleicht etwas kitschig klingen, man sollte sich davon aber nicht abschrecken lassen. Es geht hier nämlich um Yami. Sie lebt in Quebec und hat ganz frisch ihr Lehramtsstudium abgeschlossen und hat einen großen Wunsch. Sie möchte Lehrerin im Reservat Uashat werden. Dort nämlich hat sie ihre Wurzeln. Yami ist eine Innu. Als Kind hatte sie dieses Reservat verlassen und nun als Erwachsene möchte sie dorthin zurückkehren, um die heranwachsenden Innu zu unterrichten. Sie ist fest entschlossen, eine gute Beziehung zu ihren Schülern aufzubauen und ihnen auch einige Perspektiven zu eröffnen außerhalb
des Reservats. Yami ist als Lehrerin anfangs allerdings sehr unsicher. Sie hat einige Zweifel und außerdem gibt es auch einige Dinge, auf die sie so nicht vorbereitet war. Also beispielsweise, dass sie nicht sehr viel älter ist als manche Schüler in ihrer Klasse. Die Schüler sind zwischen 15 und 20 Jahren alt. Oder aber beispielsweise, dass die Jugendlichen im Reservat vergleichsweise sehr viel häufiger mit dem Tod konfrontiert werden. Entweder sterben Familienangehörige eines natürlichen Todes, insbesondere auch, weil die ärztliche Versorgung im Reservat nicht die beste ist, oder aber Geschwister begehen Selbstmord oder Freunde oder Mitschüler. Und noch einige andere Dinge, die sich hier ereignen. Insgesamt folgen wir Yami und ihrer Klasse ein Jahr lang im Unterricht, auf Klassenfahrt und auch in der Theater-AG. Die Kapitel in diesem Buch sind sehr kurz, kleine Episoden eigentlich, durch die wir dann Einblicke erhaschen. Denn die Autorin macht das Leben im Reservat nicht super transparent. Sie breitet es nicht detailliert aus. Das sollte man unbedingt wissen, wenn man dieses Buch lesen möchte. Ich persönlich finde, dass die Autorin damit eine sehr gute Entscheidung getroffen hat, denn es wird sehr deutlich, dass die Innu kein leichtes Leben im Reservat führen. Aber die Autorin vermeidet es, während der gesamten Geschichte irgendetwas zu verallgemeinern. Insbesondere eben auch die Schicksale. Denn auch hier im Reservat gibt es eben nicht die eine Geschichte. Und das, finde ich, macht die Autorin zusätzlich auch sehr gut, wie nebenbei, deutlich durch die Lebenswege der Schüler, die sich dann gegen Ende der Geschichte so langsam abzeichnen. Manche Entwicklungen sehen gut aus, andere weniger, aber alles ist offen. Das Leben eben. Anders ausgedrückt, ich hatte das Gefühl, dass es der Autorin hier viel mehr um die einzelnen Figuren und ihre individuellen Lebenswege geht. Und die sind auch in einem Reservat einfach nicht fest vorgeschrieben. Was aber deutlich gemacht wird und auch mehrfach angesprochen wird, ist das Gefühl der Innu, nicht dazu zu gehören. Und das betrifft auch Yami, die seit ihrer Kindheit in Quebec gelebt hat. Auch sie wird dieses Gefühl einfach nicht los. Was mir auch besonders gut gefallen hat, ist die Art, wie Yami diese Geschichte erzählt. Man spürt während des Lesens einfach ihre Aufrichtigkeit und die Wärme, die Zuneigung, ihr Engagement, ihre Mühen. Es fühlte sich alles so echt an, so von Herzen kommt, dass ich die allermeiste Zeit tatsächlich den Eindruck hatte, ich lese hier Naomi Fontaines Autobiografie. Was gar nicht mal so abwegig ist, wenn man sich ihr Leben anschaut, aber es ist natürlich ein Roman. Es fühlt sich einfach sehr authentisch an und das gefiel mir auch sehr gut. Also ein wirklich sehr bewegendes und schönes, aber nicht verschönendes Buch, das ich wirklich nur empfehlen kann, wenn man sich dafür interessiert. Hat mir sehr gut gefallen. Margaret Atwood darf auf einer Kanada-Liste selbstverständlich nicht fehlen. Von Atwood habe ich bisher 6 Bücher gelesen, von großartig bis war nicht so ganz meins, war so ziemlich alles vertreten. Das stärkste Buch unter diesen 6 für mich war mit Abstand Der Report der Magd. Das war in den vergangenen Jahren ja wieder sehr präsent und das auch sehr zu Recht. Viele werden dieses Buch also sicherlich schon gelesen haben oder davon gehört haben oder auch die Serie gesehen haben. Auf jeden Fall spielt es in einer dystopischen Zukunft, in der der Staat alles kontrolliert und die Menschen kaum Freiheiten mehr haben. Nicht nur, aber insbesondere die Frauen haben jegliche Rechte verloren. Sie dürfen beispielsweise kein Eigentum mehr besitzen, sie müssen sich immer unterordnen und werden außerdem auch in eine von 3 Kategorien eingeteilt. Entweder sind sie Hausfrauen, Dienstmädchen oder Mägde. Eine Magd ist in dieser Welt eine der wenigen fruchtbaren Frauen, die es noch gibt, die allerdings auch wie Gebärmaschinen behandelt werden, nicht unbedingt wie Menschen. Eine Magd lebt bei einer Familie, ist aber letztlich nur dazu da, schwanger zu werden und in der Familie für Nachwuchs zu sorgen. Das heißt, eine Magd muss regelmäßig einen fürchterlichen Geschlechtsakt über sich ergehen lassen, der im Übrigen auch strikten Vorgaben unterliegt.
Und eine solche Magd ist hier die Ich-Erzieherin Deshret, die von einem Kommandanten schwanger werden muss. Wird sie es nicht, hat es Konsequenzen. In ihren Aufzeichnungen also lesen wir über das Leben als Magd in einem solchen Staat, über die Unterdrückung, aber auch über geheime Widerstände und noch einiges mehr. Was dieses Buch, finde ich, so besonders macht, zusätzlich zu der ohnehin schon sehr spannenden Geschichte, ist die Insicht Deshrets. Margaret Atwood bietet uns hier wirklich ein sehr genaues Bild über ihre Gedanken und auch über ihre Gefühle. Die Ängste, die Zweifel, die Hoffnungen, die Motivation, der Antrieb, bestimmte Sachen zu tun oder auch zu unterlassen, das alles wird sehr verständlich und nachvollziehbar geschildert. Und dadurch, finde ich, wird das gesamte Leseerlebnis noch sehr viel eindringlicher. Diese dystopische, furchtbare Welt, die aber gar nicht so abwegig ist, bevölkert von Deshret und all den anderen sehr genau und realistisch gezeichneten Figuren. Das fand ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert und ja, ein wirklich aufrüttelndes, nachdenklich machendes, wichtiges Buch. Denn wie gesagt, es ist zwar eine Dystopie, aber so völlig unrealistisch sind diese Themen hier alle gar nicht oder die Umstände. Insofern eine absolute Empfehlung, sehr, sehr lesens- und empfehlenswert. Falls man es noch nicht gelesen hat, lohnt auf jeden Fall. Ein sehr starkes Buch. Wir machen weiter mit Washington Black von Essie Adugen. Das spielt auf Barbados 1830. Washington Black ist ein Sklavenjunge. Er wird Wash genannt und muss auf Plantagen schuften, bis eines Tages ein Erfinder auf ihn aufmerksam wird. Titch heißt dieser Erfinder und er arbeitet gerade an einem Luftschiff. Er möchte, dass Wash sein Assistent wird und das schafft er dann auch. Er nimmt Wash bei sich auf, er bringt ihm Lesen und Schreiben bei und noch einiges mehr und generell behandelt er Wash sehr viel besser als sein alter Master. Mit der Zeit entwickelt sich fast sogar ein freundschaftliches Verhältnis zwischen den beiden. Dann später ereignet sich etwas und die zwei müssen umgehend fliehen. Natürlich benutzen sie dafür erst einmal das selbstgebaute Luftschiff und damit beginnt eine abenteuerliche Reise um die halbe Welt. Es ist ein so packender und unterhaltsamer Page-Turner, der wirklich viel Spaß macht. Ein Abenteuerroman, der zugleich aber auch ernste Themen anspricht und das auf sehr unaufdringliche Art und Weise. Dabei geht es beispielsweise um Macht und Freiheit, um Verrat und Vertrauen und noch um einiges mehr. Und die Autorin hat auf so subtile Weise so vielschichtige, tiefgehende Fragen aufgeworfen, verwoben in dieser Geschichte, mit denen ich mich gedanklich auch noch sehr gerne beschäftigt habe. Also es ist ein wirklich fesselnder und zugleich auch sehr kluger Roman. Also ein wirklich tolles Leseerlebnis, das ich nur empfehlen kann. Fand ich wirklich klasse. Das nächste Buch ist Die Unschuldigen von Michael Crummy. Das spielt um 1800 und es geht hier um die Geschwister Ada und Everett. Sie sind 9 und 11 Jahre alt und wachsen völlig abgeschieden in der Wildnis Neufundlands auf. Ihre Eltern sind einfache Fischer, die in dieser Geschichte aber sehr bald schon sterben. Das heißt, die Geschwister sind von nun an völlig auf sich selbst gestellt. Niemand weiß, dass die Eltern gestorben sind. Sie haben keine Nachbarn und auch ansonsten kommt sie nie jemand besuchen. Das heißt also, sie versuchen selbst um die Runden zu kommen und das ist nicht einfach. Sie sind vollkommen auf die Natur angewiesen und das zumeist kalte und raue Klima macht ihnen sehr zu schaffen. Insbesondere auch die Nahrungsnot bereitet ihnen viele Sorgen. Es ist also in vielerlei Hinsicht ein wirklich kräftezehrender Überlebenskampf, zumal die zwei sich auch vieles selbst beibringen müssen, Dinge, die Eltern ihnen einfach noch nicht erklärt hatten. Und dazu gehört unter anderem auch der Umgang mit dem Kapitän des Handelsschiffs, das einmal im Jahr vorbeikommt und mit dem der Vater immer Tauschhandel betrieb. Außerdem wurden die zwei auch nie aufgeklärt. Das heißt, als sie dann in die Pubertät kommen, sind sie sehr irritiert und verunsichert. Und das sorgt eben dafür, dass sich das Verhältnis der Geschwister verändert und auch ihr Zusammenleben.
Ich finde ehrlich gesagt diesen Punkt gar nicht so unwichtig zu erwähnen, denn ich persönlich hatte daran, als ich anfing, dieses Buch zu lesen, überhaupt gar nicht gedacht. Und es traf mich sehr unvorbereitet. Es gab dann doch später mal die ein oder andere Stelle, die einem Unbehagen bereiten kann, ein wenig. Es ist ein intensives Buch, ein stellenweise auch etwas beklemmendes Buch, aber sehr dicht in der Atmosphäre. Und das alles, obwohl es sehr unaufgeregt, sehr ruhig erzählt wird. Ich finde, der Autor hat hier insbesondere auch das Leben unter harten Bedingungen in der Wildnis sehr anschaulich beschrieben. Und auch das Verhalten und die Entwicklung der Geschwister hat er sehr gut nachempfunden. Also es ist kein heiteres, kein leichtes Buch, aber eines, das sich wirklich sehr lohnt, wenn man sich auf diese Geschichte einlassen mag und kann, dann kann ich es wirklich empfehlen. Das nächste Buch ist Ich habe einen Namen von Lawrence Hill. Das Ganze spielt Mitte des 18. Jahrhunderts und es ist die Geschichte von Aminata. Aminata wächst in Afrika auf. Als sie aber noch ein kleines Mädchen ist, wird sie gefangen genommen und in Amerika als Sklavin gehandelt. Anfangs weiß sie gar nicht, was und wie ihr geschieht, weil sie einfach gar nicht weiß, was Sklaverei ist. Als sie es dann später begreift, gibt sie trotz aller menschenverachtenden Widrigkeiten und trotz allem Elend und Leid nicht auf. Sie lernt Englisch, sie lernt Lesen, sie lernt alles, was sie lernen kann und das meist von anderen Sklaven. Und ihre Wissbegierde wird sich später noch mehrfach auszahlen. Aminata ist eine starke Frau, die in ihrem Leben viel erleben, viel durchmachen muss und letztlich als alte Frau dann die lang ersehnte Freiheit wieder erlangen kann. Wie sie das schafft und ob diese Freiheit wirklich genauso aussieht, wie sie es sich ersehnt hat, auch darüber lesen wir hier. An diesem Buch hat mir eigentlich zweierlei besonders gut gefallen. Zum einen hat der Autor sich hier sehr gut in seine Figur hineinversetzt und auch in die jeweilige Lebensphase. Also durch Aminatas Beobachtung, auch durch ihre Sprache spiegelt sich ihr Alter, ihre Reife, ihre Erfahrung wieder. Und das fand ich sehr schön. Und zum anderen, wie der Titel schon erahnen lässt, wird Aminata hier selten mit echtem Namen angesprochen. Ihr werden sehr viele verschiedene Namen gegeben und dadurch beleuchtet der Autor auf sehr spannende Art und Weise das Thema Identität und das übrigens auch auf verschiedenen Ebenen. Also da ist die innere Identität, dann auch die Identität, die einem von außen gegeben wird und dann geht es hier auch um den Kampf dieser beiden Identitäten und die Verunsicherung, die dadurch entstehen kann. Also an dieser Stelle nur wirklich kurz und knapp gesagt. Aber das fand ich wirklich sehr spannend und an sich ist es ein wirklich sehr interessantes und lesenswertes Buch über Sklaverei, über Identität und über die Bedeutung von Freiheit. Auch ein schönes Buch. Der letzte Roman für dieses Video ist, wie ich meine, auch kein unbekanntes, und zwar Das Licht der letzten Tage von Emily St. John Mandel. Ein postapokalyptischer Roman. Es geht hier nämlich um eine Pandemie. Ein Virus tötet viele Menschen und sorgt dafür, dass die Infrastruktur komplett zusammenbricht. Unter den wenigen überlebenden Menschen befinden sich beispielsweise eine Gruppe aus Musikern und Schauspielern, die durch das halb verwüstete Land ziehen, um Stücke von Shakespeare aufzuführen. Sie wollen niemandem etwas Böses, aber trotzdem sind sie nicht überall gern gesehen und es wird durchaus auch gefährlich für sie. Daneben gibt es aber beispielsweise auch einige Menschen, die an einem Flughafen festsitzen. Sie haben das Gebäude nie verlassen, aus Angst, sich draußen anzustecken. Und dort entsteht dann im Laufe der Zeit eine Art Museum. Die Menschen dort sammeln Gegenstände und Dinge, die in unserer heutigen Welt wichtig und nützlich sind, in dieser Welt aber einfach überhaupt gar keinen Wert mehr besitzen. Wir folgen hier aber auch noch vielen anderen Menschen und Gruppen und das bietet ein wirklich breites Panorama dieser postapokalyptischen Welt, in der es übrigens, und das ist das Schöne und Besondere daran, nicht an Hoffnung fehlt. Also es ist nicht alles gut und nicht alles rosarot, durchaus nicht, aber Mandel zeigt auf, dass es selbst unter diesen Umständen noch Hoffnung und Menschlichkeit
geben kann. Und das fand ich sehr schön. Es ist ein spannendes Buch, obwohl hier gar nicht mal so viel Action drin steckt. Und es ist eben insbesondere auch ein mutmachendes Buch. Also es ist düster und hoffnungsvoll zugleich. Und das gefiel mir sehr, sehr gut. Es geht weiter mit einem unheimlichen Gästebuch. Gespenstergeschichten von Leanne Shepton. Das ist ein Mixed-Media-Buch. Es beinhaltet also Zeichnungen, Fotos, Raumpläne, Broschürenausschnitte und noch vieles mehr. Generell gibt es aber eher wenig Text. Und das genau ist es, was dieses Buch so unheimlich macht. Vieles wird hier gar nicht erzählt, sondern gezeigt. Das heißt, dass man automatisch im Kopf diese Geschichten weitererzählt und ausschmückt. Vieles also wird hier einfach aus der eigenen Fantasie geboren. Das macht es aber nicht weniger gruselig, insbesondere da hier die Bilder natürlich auch eine bestimmte Stimmung verströmen. Also sie sind meist in Schwarz-Weiß, sie sind meist eher düster, dunkel, verströmen einfach wirklich etwas Unheimliches meistens. Aber klar, manches hat mich einfach gar nicht erreichen können. Es hat in mir nichts ausgelöst. Anderes hingegen hat mich noch sehr lange beschäftigt. Einige Geschichten waren mir sofort klar. Andere haben mich nachdenken lassen oder auch suchen und rätseln lassen. Auf jeden Fall war es für mich etwas ganz Neues, weil die meisten Geschichten einfach wirklich im Kopf entstehen. Und da es nun mal in jedem Kopf ganz anders aussieht, fällt es mir gar nicht so leicht, 1, 2 Geschichten als Beispiel in meinen eigenen Worten zusammenzufassen, denn es ist wirklich vieles, vieles reine Interpretationssache. Insofern werde ich euch viel lieber ein paar Impressionen aus diesem Buch einblenden, damit ihr einfach selbst euch einen Eindruck davon machen könnt. Ich fand es wirklich sehr, sehr spannend, insbesondere eben, weil es so neu für mich war, aber darüber hinaus fand ich es auf seine ganz eigentümliche Weise auch sehr gruselig. Und es fand ich auch sehr spannend und sehr interessant. Also es war ein Erlebnis, wie ich finde. An dieser Stelle möchte ich allerdings auch noch ganz kurz anmerken, dass es sich auf jeden Fall auch lohnt, sich ein wenig Zeit zu nehmen und auch Zeit zu lassen, wenn man sich mit diesem Buch beschäftigt. Betonung auf beschäftigen, denn es ist nichts, was man einfach mal so schnell durch hat, selbst wenn es nicht so viel Text hat. Apropos Text, ich rede viel zu lang, deswegen komme ich jetzt zum Ende. Ich fand es wirklich sehr außergewöhnlich und deswegen eine große Empfehlung. Jetzt in der dunklen Jahreszeit insbesondere passt es sehr, sehr gut, wenn man so etwas mag. Zum Schluss dann noch eine Graphic Novel und zwar Jane, der Fuchs und ich von Fanny Britt und Isabelle Arsenault. Es geht hier um Ellen, ein Mädchen, das in der Schule schlimm gemobbt wird. Sie flüchtet sich deswegen gerne in die Literatur, insbesondere Jane Eyre von Charlotte Bronte liebt sie. In dem Buch findet sie einfach Trost, aber auch die Möglichkeit, ihre Erlebnisse ein wenig zu verarbeiten. Als wären die Einsamkeit und die Schikane nicht schon schlimm genug, steht dann auch noch eine Klassenfahrt an. Ellen ahnt schon, dass diese Zeit noch schwieriger sein wird, als es zu Hause ohnehin schon ist. Es ist eine Graphic Novel, die mit sehr viel Einfühlungsvermögen darstellt, wie sich eine Außenseiterin fühlt und vor allen Dingen auch aufzeigt, welche Gedankenmuster sich bei Mobbingopfern einstellen können. Also Ellen fängt beispielsweise irgendwann an, all die Dinge, die man ihr an den Kopf wirft, zu glauben oder auch all die Dinge, die über sie auf den Toilettenwänden stehen und so weiter. Was mir persönlich an diesem Buch auch sehr gut gefallen hat, ist, dass das Ende relativ offen ist. Also es ist nicht hoffnungslos, aber auch nicht eindeutig hoffnungsvoll. Irgendwo dazwischen. Und das fand ich eigentlich sehr schön, insbesondere da dieses Buch sich hauptsächlich an Kinder, Jugendliche richtet, aber dass ich Erwachsenen ebenso empfehlen kann, weil es einfach wirklich wunderschön ist. Man sollte nur eben jetzt nicht unbedingt die neuesten Einblicke in dieses Thema erwarten, wenn man sich dieses Buch vornimmt. Trotzdem aber sehr, sehr lohnend, weil die Geschichte, wie ich finde, wirklich sehr zauberhaft ist.
sowie auch die wunderschönen Illustrationen. Die meisten Zeichnungen sind in Schwarz-Weiß gehalten, zumindest wenn die Realität dargestellt wird. Mit weichen Farben werden Hélènes Fantasien und Lichtblicke dargestellt, zum Beispiel also Szenen aus Jane Eyre oder die Begegnung mit dem Fuchs, der auch im Titel erwähnt wird. Und ja, also eine wirklich schöne und zarte Graphic Novel, die mir sehr gut gefiel. Übrigens, diejenigen, die Jane Eyre von Charlotte Brontë noch nicht gelesen haben, aber gerne lesen möchten, seien gewarnt. Der Roman wird nämlich in dieser Graphic Novel durchaus gespoilert. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und das war's. Das war die Auswahl an Büchern aus Kanada für dieses Video. Natürlich gäbe es noch andere Titel zu erwähnen und auch zu empfehlen, aber das würde an dieser Stelle wohl den Rahmen sprengen. Deswegen belassen wir es dabei. Falls euch aber noch irgendein ganz tolles Buch aus Kanada einfällt und ihr es gerne mir und anderen empfehlen möchtet, schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare. Dann können wir dort einfach weiter sammeln. Und damit wünsche ich euch dann eine gute Zeit, wunderbare Lesestunden. Passt auf euch auf. Wir sehen uns hoffentlich dann beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.